Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute haben wir mal wieder einen FIFA-Talk am Start. Die Serie kommt unfassbar gut bei euch an. Dafür möchte ich mich jetzt auch echt mal bedanken. Das ist einfach nur krank, was ihr dafür in den Support raushaut. Und ja, Leute, heute haben wir auch wieder 5 Themen zu FIFA 18 am Start. 5 interessante Dinge, die in letzter Zeit so passiert sind. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem allerersten Thema. So, ich habe vor kurzem einen Glitch bzw. einen Bug gefunden, bei der einfach die Arena im Ultimate Team Modus im Hintergrund ist. Das sieht einfach nur extrem kurios aus, aber irgendwie auch verdammt geil, finde ich. Denn da sieht man zum Beispiel eben das Team und im Hintergrund ist einfach die Arena. Das sieht so komplett anders aus, aber ich finde es extrem interessant und das wollte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ihr könnt mir bei so Fails und Bugs auch immer reinschreiben, ob ihr das selber auch schon mal hattet. Diesen Arena-Bug oder wie man ihn auch nennen will, hatte ich persönlich noch nie in FIFA 18. Man kann dort halt wirklich alles 1:1 so machen wie im normalen Ultimate Team Modus, nur dass es einfach durch den Hintergrund direkt alles ganz, ganz anders aussieht. Weiter geht's mit einem Trick, um dein Stadion zu modifizieren. Das heißt, du kannst einstellen, wie du zum Beispiel den Rasen in deinem Stadion in Ultimate Team haben willst. Das Ganze geht, indem du über den Anstoßmodus dein Stadion, welches du in Ultimate Team hast, eben veränderst. Wenn du zum Beispiel das Old Trafford hast, dann musst du im Anstoßmodus das Old Trafford verändern. Man kann leider nicht jede einzelne Sache ändern. Man kann, glaube ich, zum Beispiel nicht einstellen, dass es jedes Mal regnet. Man kann allerdings einstellen, dass jedes Mal das Schachbrettmuster als Rasenmuster da ist. Ein genaues Video habe ich dazu schon mal gemacht, das will ich euch einfach mal verlinken. Also falls ihr das noch nicht wusstet, dann schaut euch das auf jeden Fall noch an. Okay Leute, beim dritten Thema geht es um die Up- bzw. Downgrades in FIFA 18. Wie viele wissen, kommen die ja jetzt immer dann in nächster Zeit, ja, um genau zu sein, wahrscheinlich vom 17. bis zum 27. Februar. Also sind es schon noch so 1 bis 1,5 Monate. Mal schauen, wann EA das dieses Jahr released. Vielleicht kommt es früher, vielleicht aber auch ein bisschen später. Ja, und da werden dann eben Spieler, die gut gespielt haben, geupgradet und Spieler, die schlecht gespielt haben, logischerweise gedowngradet. Man kann mit Karten, die eben ein Upgrade bekommen, teilweise verdammt viel Gewinn machen, weil die Informkarten von diesen Karten dann auch geupgradet werden. Beispiel: Mustafi hat jetzt eine 84. Wenn der hochgehen würde auf eine 86, dann würde sein 86er Inform hochgehen auf eine 87 und sein 87er Inform hoch auf eine 88. Wenn er allerdings jetzt nur auf eine 85 hochgepusht wird, weiß ich nicht, ob dann sein Inform auf 86 bleibt und sein 87er Inform auf 87 bleibt. Da gehe ich nämlich davon aus, dass das dann einfach so bleiben wird, denn EA hat das ja dieses Jahr eher so gemacht, dass Spieler direkt mal um mehr Ratingpunkte hochgepusht werden. Also eben bei Mustafi ist es so, sein erster Inform hat direkt eine 86, obwohl seine normale Karte eine 84 ist. Also da muss man erstmal schauen, wie sie das machen werden, aber bei Spielern, die sehr safe geupgradet werden und wo der erste Inform nur ein Ratingpunkt besser ist als die normale Karte, da wird man gut Gewinn machen können. Und noch was Kleines zu den Upgrades, und zwar wird das dieses Jahr so sein, dass geupgradete Karten so einen Pfeil nach oben auf der Karte dann haben werden. So kann man natürlich besser erkennen, ob es ein Upgrade ist oder ob es die normale Karte ist. Das Ganze habe ich bei Mo gesehen, also checkt das Video auf jeden Fall auch noch gerne ab. Ich habe es euch einfach mal verlinkt. Okay Leute, wir gehen rein ins vierte Thema und hierbei geht es um den riesigen Spieler-Glitch in FIFA 18. Und der wurde nochmal sehr gut abgeloadet vom guten Gustav, Frightland FIFA. Und wenn ihr den nicht abonniert, Leute, dann habt ihr echt was verpasst. Also der Typ ist einfach nur unfassbar underrated und das will ich jetzt endlich auch mal in einem Video gesagt haben. Also Leute, checkt unbedingt den Kanal von Frightland FIFA ab. Ich habe ihn euch in der Beschreibung verlinkt. Ja, und er hat eben ein Video zu diesem riesigen Spieler-Glitch gemacht und das ist einfach nur verdammt geil, das Video. Denn er hat es geschafft, durch einen Mod, den er installiert hat auf seinem PC, also das Ganze geht übrigens auch nur auf dem PC und nicht auf irgendeiner Konsole. Er hat durch diesen Mod es geschafft, dass die Spieler halt unfassbar groß sind. Da kann man auch verschiedene Größen dann einstellen, also dass sie zum Beispiel so viel größer sind oder halt so viel größer. Das kann man dann eben alles variieren. Ich finde das Video verdammt interessant, denn er hat dann auch noch getestet, ob man das Ganze auch online anwenden kann. Und da ist die Antwort, nein, du kannst es nicht online anwenden, du wirst von den Servern gekickt. Allerdings kannst du offline in Ultimate Team das Ganze schon machen. Also alles, was nicht online ist, ist möglich und da kann man eben dann mit riesigen Spielern spielen. Und ja, Leute, checkt das Video einfach mal ab. Ich habe es euch in der Beschreibung verlinkt. Leider geht das nur auf dem PC, aber das ist leider bei solchen Tricks und so, das ist meistens so. Denn du kannst dich ja in die PS4 nicht so richtig reinhacken, würde ich jetzt mal sagen. Das geht bei dem PC einfach viel, viel leichter.
weil du halt einfach auch viel näher am Internet bist, du kannst viel mehr Programme und so downloaden. Und deswegen sind solche Glitches eher dann meistens auf dem PC verfügbar. Okay Leute, beim letzten Thema handelt es sich um einen Gameplay-Bug. Und zwar schießt da einfach ein Spieler neben das Tor, beziehungsweise ja, so schräg übers Tor und er lässt sich feiern, weil das Tor zählt, obwohl es gar keins war. Richtig kuriose Sache, sowas habe ich irgendwie auch fast noch nie gesehen, aber der Ball geht einfach komplett daneben und er feiert trotzdem und der Spielstand ändert sich auch auf 1:0. Finde ich auch verdammt kurios und das wollte ich euch auf jeden Fall auch nicht vorenthalten. Und falls ihr auch sowas mal hattet, schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare. Ja Leute, das war's schon wieder mit dem heutigen FIFA Talk. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen nach oben da. Checkt Instagram gerne noch ab. FIFA Allstars Underline David würde mich sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischauen würdet. Okay Leute, das war's mit dem Video. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.